Hey Titare, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warfunder, heute mit Seras. Servus. Und heute die letzten 5 7er Panzer, bevor wir dann bei 6-0 weitermachen können und uns da wieder einige Kuriositäten entgegenkommen. Und zwar die heutige Kuriosität, ich glaube, so ist das Wort, ist der Stritzwagen 74. Und ja, für Leute, die ihn nicht kennen, der sieht wirklich so aus von vorne. Der ist nicht sehr breit gebaut. Er sieht komisch aus. Und das ist auch der einzige neue Panzer in dieser Runde. Sonst hätten wir noch den T-34 auf 5-7, aber den kennen wir ja schon. Aber es gibt auch ein bisschen was im Stritzwagen zu sagen. Nämlich der Stritzwagen 74 war ein schwedischer leichter Panzer, der zwischen 1958 und 1984 in der schwedischen Armee diente. Er gilt als ein sehr gutes Beispiel dafür, warum man die Einstufung der Fahrzeuge nach Jahreszahlen im Warfunder als kompletten Bullshit abtun kann. Entstanden ist er, als man Anfang der 50er entschied, dass man die Stritzwagen 42 außer Dienst nehmen sollte. Um Kosten zu sparen, wurden die Chassis der 42er weiter genutzt und ein komplett neuer Turm wurde entwickelt. Der neue Turm nutzte eine 75mm Kanone und das Chassis bekam ein neues Getriebe und einen veränderten Motor. Es wurden breitere Ketten installiert und ein elektrischer Drehmechanismus für den Turm. Ein weiterer Grund für die Entwicklung des Stritzwagen 74 war, dass man sich nicht über den Kauf von AMX-13 einigen konnte. Zwischen 1981 und 1984 wurden die 74er dann langsam durch den Stritzwagen 103 ersetzt. Es wurden 225 74er gebaut. Es gab sie in zwei Varianten, den Stritzwagen 74H und V. H hatte ein hydraulisches Getriebe und V ein mechanisches. Die Türme verwendete man bis in die frühen 2000er als Küstenbefestigung. Da sahen sie bestimmt besser aus. Stell dir mal vor, du musstest, das wäre echt so nach Jahreszahlen, dann müsstest du gegen T-72er oder sowas damit antreten. Nein, danke. Ich will Wobei, du schlagen kannst du ihn vermutlich. Seitlich, ja, aber frontal mit 240 Pen auf der APDS. Punkt Rekranz. Ja, na, da sagt ihr dann, nee, 75mm ist aber zu dick dafür. Wohin? Ich fahre von rechts nach A. Roger. Ich mag den ja ganz gerne. Also gerade mit der Gandhi-Pressure an einem Hügel stehen ist ziemlich nice, finde ich. Ich mag ihn auch lieber, als ich ihn angucke, ja. Also spiele ihn auch lieber, als dass ich ihn angucke. Der sieht halt so weird aus. Ja. Ich sehe gerade noch vorne einen komischen Helm auf meiner Kanone. Den ich mal da drauf gemacht habe. Nein, der bleibt jetzt. Ein Helm? Ich habe ein 3D-Dekorationshelm gemacht. Seite. Ich will sehen. Ja, dann komm ran. Schneller. Warte, ich drehe mal meinen Turm. Ich wollte dich treffen. Ohne Stabi echt schwierig. Siehst du ihn jetzt? Ganz schön. Siehst du ihn jetzt? Ah ja. Und jetzt stirbst du, weil du nicht nach vorne guckst. Es kommt aus einer anderen Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich komme. Ich will gar nicht nach A fahren. Ich will jetzt mal hier lang fahren. Was wir machen könnten, ist jetzt hier rechts hoch. Ja, genau, so wie es der Panther macht, ne? Also die Kanone ist halt zum Snipen mega gut. Für Frontpanzer ist, naja. Ich habe doch 6-7, okay. Gut, dass andere Nationen keine guten 6-7 haben. Vor allem nicht die Amis mit ihren ganzen Heavys auf 6-7, die alle nur 50mm Panzerung haben oder so. Habe ich gerade bei dir den Baum auch umgesetzt? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe gerade als leichter Panzer einen uralten Baum umgesetzt, ohne ihn zu berühren. Ich bin ein Jedi. Vielleicht bist du aber auch ein Sith, weil Bäume sind unsere Freunde. Ist jetzt der Lorax oder was? Ey, Panther, mach mal Platz da. Ey, jetzt immer eine Old Guard, ja. Ja, egal. Weil das heißt heutzutage auch nicht mehr so viel. Aber du hast eine sehr schöne Tarnung, ich leider nicht. Danke. Ja, die sieht ganz nice aus. So, dann gucken wir doch mal. Da hinten wurde schon was aufgeklärt. Ich sehe es sogar, das ist die Kette davon. Tritt, haha. Er kann nicht mehr fahren, falls du schießen kannst. Ja, Moment. Hab Sehr ihn. Schön. Der kann nicht mehr schießen, aber leider noch fahren. Ja. Die Kanone ist halt echt mega. Die Kanone ist richtig gut, ja. Vor allen Dingen hat sie kaum Drop. Nee, der tritt, haha, tritt. Ja. Da. Okay. Durch den Sherman bin ich nicht durchgekommen. Sehe ich leider nicht genau, oder? Weil da mehr, es war nicht, es war ein. Das andere ist, das sah aus wie ein sich bewegender Pixel. Ist da schon jemand sauer auf uns? Oh ja. Oh ja, ist er. Verdammt, ich fange sie ab! Verdammt! Es ging aber schnell. Jetzt bin
diese Runde jemanden sauer gemacht haben. War das der M18? Das kann sein, ja. Ich gehe mal in den Delatoren, weil ich brauche noch irgendwas mit Gun Depression. Ich gehe mal in die Lore und guck mal, ob ich den Luftraum freihalten kann. Ah, so typisch. Komm, hast du Spaß, ne? Ich glaube, das war ein neuer Rekord. Ja, ziemlich. Flugzeug. Das ist ein bisschen was an Fliegzeug, ja. Diesmal fahre ich mal Richtung A. Oh, was haben wir denn da oben? Ein Gegner. Und der hat immer eine richtige Flug, verdammt. Nee, so schnell konnte ich die Kanone nicht heben. Nein, warte mal, ist das schon wieder der gleiche, der mich jetzt angezündet hat? Holy, die, Alter. Nee. Also, ja, ist er und meine Fresse, wie viele Flieger? Ja, ich versuche auch mal was gegen Flugzeuge zu machen. Also, die haben 5 Flieger noch am Himmel oder 4. Also, ich werde jetzt nicht mit dem LVKV reingehen, das ist selbst. Oh nein, der war direkt unter mir, oh mein Gott. Hab ich nicht gesehen oder gehört, der ist mit direkt rausgenommen worden. Ja, ich hab noch den LVKV. Viel, viel Erfolg. Sollen wir beide mit dem rein, wo? Rechts. Dreh das Türmchen. Okay. Wo Gegnerflieger? Also einer ist über Arm, die anderen sehe ich gerade nicht. Aber ich höre sie. Was macht's? Ah, da ist einer. Da kommt ein Flieger aus 255. Mhm. Das ist unser Freund wieder. Hab ihn. Nice, sehr schön. Haben wir zusammen weggenutzt. Der andere, der... Ich glaube, der macht das von selbst, ja. Sehr gut. Einer gibt's noch. Nochmal 255. Hoch, Dampf. Ah ja, ich sehe ihn. Ein Heavy vor unserem Spawn. Können wir nicht fliegen machen. Ja, dieser Baum hat mich genervt. Ich dachte, die sind unsere Freunde. Nicht, wenn sie uns die Sicht verderben. Dann hört die Freundschaft auf. Ich mag's mit diesen 40ern echt nicht auf Distanz zu feuern. Nee, ich mag's auch nicht auf nahende Ziele zu feuern. Ja, ich mag's mit denen eigentlich gar nicht auf Flugzeuge zu feuern. Das klingt nicht gut. Ja, eine SB. Das ist schon wieder der gleiche Typ. Alter, es sind schon wieder 3 neue Flugzeuge. Ich brech ab, ne? Sieht nicht gut aus. Oh, das andere Flugzeug kommt wieder. Komm, dreh dich. Oh, hab den einen. Alter. Ja, no chance. Verdammt. Oh, jetzt hat die andere mich mit einer Tiny geholt. Ah, das habe ich immerhin genug Punkte, um nochmal in ein anderes Fahrzeug zu gehen. Ich Comet jetzt. Ich Comet, mit dem Comet, ja. Sehr gut. Ich habe leider noch keine gute Muni, ich habe nur 130 Pad. Hier sieht man, by the way, wieder sehr gut, was ich schon ewig predige. Also ich finde gemischte Geschlechter echt gut, aber ich würde echt die Flugzeugzahl, die simultan am Himmel sein kann, reduzieren. Entweder das oder es wirklich um einiges teurer machen, ins Flugzeug zu kommen. Ja, kannst ja aber teilweise was gegen diese Swarms machen. Ja, teilweise reicht dir irgendwie ein Kilo oder ein Assist, um schon ins Flugzeug zu kommen, und das sollte halt nicht sein. Komm, muss natürlich auch Battle Rating abhängig sein. Im Hide hier bist du halt so schnell wieder raus. Kommt doch an, was du mitnimmst. Aber ja, aber wenn du halt in einem, zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Battle Rating jetzt hier 6-7er Runde nimmst du ein 2-7er Flugzeug mit, reicht irgendwie einen Gegner anzuschauen und schon kannst du ins Flugzeug gefühlt. Ja, das stimmt. Das sollte definitiv teurer sein. Ich bin aber mal gespannt, wie sich das dann ändert, wenn die Flugzeuge ein anderes Battle Rating in Ground Army bekommen als in Air Army. Vielleicht ändert sich ja dann noch einiges an den Spawn-Punkten und sowas. Bin gespannt.
Hast du? T34, ich bin abgeprallt. Ich stehe hinter dir auch. Oh, er ist auch abgeprallt. Er muss sich jetzt entscheiden, ich komme so nicht an ihn ran. Warte, ich trick's ihn. Ich hab ihn kritisch kommandiert, Alter, ernsthaft. Ich hab seinen Ladeschützen. Und dann macht er. Das Flugzeug hat mich, glaube ich, im Motor zerrüttelt. Ja, meines auch. Dann hoffe ich. Alter, komm schon. Und dann hoffe ich jetzt, dass der da sich irgendwo festgefahren hat und nicht mehr rauskommt. Klingt leider nicht so. Nee, der kommt da. Okay, ich habe mehr überlebt, als ich erwartet habe. So. Ich war schon mal an schöneren Orten. Ja. Ich glaube, der Speicher wird von rechts, ja. Alter, Flugzeug, geh dich verbuddeln. Genau, richtig, so. Richtig, ja, so. Nett, wenn sie hören. Ah, der, ist, ja. Guckt nicht, der guckt nicht in meine Richtung. Hab ihn. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber ich stehen ja irgendwo spawnen da oben. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie nach A komme, um meinen Fuß da rein zu dippen. Mach das. Alter, ich kämpfe halt gegen den Pershing, ich komme seitlich nicht mal durch. Ich auch frontal nicht. Das ist der super. Ja, es ist der dicke gewesen. Na gut, ja, das komm, ist komm, nimm mich auch raus. Du bist der Pro-Spieler. Komm, hau raus. Ja, ein Down-Tier, da kann man mal mit dem Ding glänzen. Obwohl, man kann auch mit dem Ding so glänzen, ein guter Panzer. Hey, das nächste Flugzeug hat sich verbuddelt. Ja. Das war ernüchternd. War auch nicht meine Lieblingsmap und so, ne? Nee. So mit einem Punkt und so mag ich das nicht so. Wir hatten ja den Hass direkt am Anfang zu spüren bekommen, den das Spiel uns entgegenwirft. Ja. Jetzt kannst du, nur wobei ich sag das jetzt lieber nicht. Na gut, Flandern ist ganz nett. Ich glaube, ich fahre über C. Geh mal ein bisschen flanieren in Flanders. In Flanders? In Flanders, da wird mir ganz anders, was? Gott. Und start diesmal mit. Du hast vorhin gar nicht auf meinen Reim geachtet. Ich auch nicht. Ich fahre mit dem T34 hier über die 7er Linie. T34. Ah ja, man kann ja aktuell nur Staffelchat nutzen. Warum eigentlich? Ich denke mal wegen dem Anschlag in Moskau. Ich wette, weil Warfunder-Spieler zum großen Teil Vollidioten sind, haben die das direkt genutzt, um irgendwie Scheiße im Chat zu verbreiten. Oder ja, sie haben es halt schon, diesmal waren sie schlau und haben es direkt gesperrt, weil sie wussten, dass Warfunder-Spieler so sind. Gut möglich. Das macht sogar Sinn, ja. Ja, es hat mich am Anfang super verwirrt, weil es halt nicht mal eine Ankündigung oder sowas gab. Nee. Ich habe es halt auch nur so dann irgendwann gelesen. Kannst mir halt denken, dass irgendjemand, also irgendeine Gruppe dann wieder angefangen hat, auf den Scheiß zu labern. Dann gab es wieder Beef im Chat und bla 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 bla. Ja gut, hatten wir am Anfang der Ukraine-Krise ja auch. Ja, das, bei jedem Scheiß hat man das halt leider, ne? Das ist ja halt diese Deppen Leute, gibt es überall, in allen Formen, allen Farben und allen Altersgruppen. Die sich dann halt immer sehr mutig finden, wenn sie dann hinter ihrem PC-Monitor sitzen, weit weg von sowas. Okay, ich würde sagen, genug davon, oder? Ja, und das ist jetzt auch keine Einladung dafür, das irgendwie im Chat halt oder in den Kommentaren beizutreten. Sperre ich auch direkt. Sehr schön. Du kannst mir übrigens gerne Ziele nennen. Ich bin komplett stock und bin ich unglücklich, wenn ich irgendwas treffe. Ich kann leider nicht sehen. Ah, es ist schon tot, okay. Es war nur ein Turm. Ah, ne, ja, da steht noch was. Das ist zurückgefahren, rechts zurückgefahren, ist auch ein M18. Kommt jetzt unten aus dem Tunnel wieder raus. Genau der. Ey, der heißt fast genauso wie der, den du umgebracht hast. Da hat jemand von da oben irgendwo geschossen. Hier. Ich sehe ihn. Ist ihn nur in mein. Oh nein, ich bin abgeprallt. Beziehungsweise kann Breach nur orange. M36 ist das. Sehen, schieße. Und weiter links ist noch ein IS-1. Das ist schlecht.
Ja, der steht genau um über den Hügel zu gebuscht. So, M36 ist raus. Direkt über der den kommt Hügel jetzt rechts den Hügel rum. Zugebuscht also da. Rechts vom M36 wieder da. Links davon. Zugebuschter ja, ja. IS-1 ist das. Fährt der vor oder rückwärts? Der war eben vorwärts gefahren. Also er hat die Front zugebuscht, deswegen deshalb blöd für ihn rückwärts zu fahren. Oh, bin ich durchgekommen. Sehr schön. Unter den nächsten. Sein Geschützverschluss ist völlig unbeeindruckt von meiner Granate. Ich sitze ja nicht in einem russischen T-34, ne? Ne, das ist ein Finne. Ah, es war auch sehr schön. Oh, da ist noch einer. Au, verdammt. Ich wurde hier hinten weggemacht von dem Su-85. Der okay, steht bei wirklich? Dem. Irgendeinem Stein steht der. Ich glaube, ich komme nicht mehr über die Seite, wenn er mich da wegsnipen kann. Weißt du, wo der steht? Oben bei den Steinen. So, genau da, wo gerade markiert wurde. Oh. Also da oben in der Ecke. Okay, ich wurde gerade im 18 geswarmt, da sind zwei Stück bei mir. Okay. Und ein IS, glaube ich. Naja, sollen sich die Blauen darum mal, da mal drum kümmern. Ich komme jetzt mit Bomben. Mit einem sehr effektiven, aber doch leider hässlichen Flugzeug, wie ich finde. Magst du die B-18 von der Optik? Nee, geht so. Das Cockpit müsste mittig sitzen, dann wäre das eigentlich ganz cool, das Ding. Auf welchem Battle Rating sind wir gelandet? 6-3. Achso, stimmt ja, der ist ja 6-0. Ja, ich meine, das wäre der. Das wäre der Quartz Rohr gewesen. Da ist ja außen ist aber noch einer von der Sorte. Wo der Marker ist? Ja, genau. Mark hier also meinst mal. Da, so ich hab grad nur den, genau, ich glaube schon, ich habe gerade nur den Turmdeckel gesehen. Das sah aus wie ein 109. Ich bin im Anflug. Ich seh's nicht. Okay, ist nach rechts weg. Nochmal markieren? Zurück wird's nach rechts weggefahren. Ah ne, warte, jetzt, ah, jetzt ist es dort, hier. Ja genau, ich seh's. Er hat's überlebt, nee, das, was? Das ist was Schweres. Okay, ich hab's. Das war ein Bulldog. Wie hat der die 500er überlebt? Aber es hat ihn rausgebracht, konnte ich ihn dann mal holen. Also ich hab nicht mal einen Assist bekommen für die Möhre. Okay. Was hast du denn getan? Nix. Okay. War ein Hit. Strange, weil von meiner Position sah die Bombe gar nicht so verkehrt aus. Oh, verdammt. Also da ist eine M18, habe ich gerade beschossen, die kann nichts mehr. Na, dann sehe ich leider. Doch, warte, ich sehe ihn. Ich fahre jetzt das einzig coole Fahrzeug. Den IKV-103. Nee, den Saft. Ich mag den doch, ich mag das Ding. Dieser IKV-103 ist mein Lieblings-IKV-103 im Spiel. Oh nein, es kommt ein Flugzeug. Ah, nee, es liegt nicht auf mich, okay. Ja. Aber es ist schon wieder ein Error Cobra. Ja. Aber ich glaube, Bobbys Stopp haben wir auch einmal gekillt diese Runde. Ja, ich glaub, du das warst sehr ganz am Anfang, der M18. Das war, glaube ich, der, den ich gekillt habe. Ja. Ich denke mal sagen, ich war es nicht. Lass mich in Frieden. Ach, schon wieder so viele, Flugzeuge. Ich geh jetzt A-Captain, das ist sicher schlau mit einem Open Top, oder? Das ist der Hammer. Das werde ich immer machen. Ich verstecke mich jetzt hinterm Haus.
Sehr gut. Ich glaube, ich höre was Richtung A. Oder ich habe dich gehört, das kann natürlich auch sein. Was klingt das? Bin mir nicht sicher, ob du das bist. Aus welcher Richtung? Genau meine Richtung, oder? Ja, schon ein bisschen, ja. Ach, ich nehme jetzt einfach mal an, dass du das bist. Was soll schon schief gehen? Bumsi, er ist tot. Das ist okay, dann weißt du wenigstens, dass hier jemand ist. Genau, ich wollte jetzt nicht wortwörtlich sagen, dass es gar nicht so schlimm für mich ist, wenn ich dann Aufklärung habe. Doch, hier war was. Hast du gut gehört. Ne? Nein! Geh weg! Ich kann keiner leiden. Nein? Ach komm. Ach, nicht mal seine Mutter kann ihn leiden. Ping-Pong-Ding-Dong, dich mag keiner. ich kann auch mit der Flak leiden. Wie toll. Sag mal, kann das sein, dass die IL-8 wendiger ist als die IL-2? Ich sehe die teilweise Manöver ziehen, die ich mit der IL-2 nicht schaffe. Schon lange kann die IL-2 mehr geflogen. Die IL-8 fliegt sich ganz gut, ja. Ja, jetzt teast die Sau auch noch mit blauem Smoke. Ah, die... Nee, warte, war das vorne Su oder eine Asu, die dich gekillt hat? Su. Eine Su 85M. Ich hab schon gedacht, der hat bis eben überlebt. Wenn du ein Flugzeug siehst, sag Bescheid. Das ist ja ein M36. Hey, den könnte ich theoretisch kennen. Wo steht der? Bei dem Leuchtfeuer, was ich gemacht habe. Sehr gut. Hast du ihm eine Flare in den Kopf geworfen? Ich habe ihn zu einer Flare gemacht. Okay. Ich bin nicht mehr Zweiter, das gefällt mir nicht. Es tut mir leid. Lüger. Ich würde niemals von meinem Kaffee lügen. Okay. Oder von Dino Nuggets. Mit Teufel, ey. Vor allen Dingen in der Combo, bitte. Ja, nicht in der Combo. Dann dippst du die Dino-Nuggets in den Kaffee. Jetzt bist du ein bisschen pervers. Ein bisschen, ja. Hey, immerhin. Lustig. Dr. Who. Lustig, dass der 4-0er ist quasi hier carried. ja, gut, aber der hat auch Pen wie einen 7-0er. Ja, ich weiß auch nicht, immer noch nicht, was der auf 4-0 macht. Oh. Ah, rechts, Richtung deren. Ne, rechts, so F1. Das ist ein PT-76. Den kannst du auch killen. Ich werde es versuchen. Du weißt, was ich mit der Dr. Who-Anspielung meinte? Nee. Ich habe nie Dr. Who geguckt. Der dippt Fischstäbchen in Vanillesoße. Wie? Ja, so ein bisschen. Bleibt dran, Männer, der Sieg ist greifbar! Er hat dich gerecht. Sehr schön. Gerecht. Sehr schön. Jetzt schießt du auf mich, ne? Warum hat der nicht geschossen? Keine Ahnung, vielleicht mir noch im Nachladen. Never. Vielleicht war er verwirrt. Wahrscheinlich dachte er sich, oh, guck mal, was da kommt. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Okay, da links scheint noch ein PD-76 zu sein. Also bei C. Ich weiß nicht, ob du darüber schießen kannst. Ich stehe gerade vor deren Spawn. Ich will jetzt kein Leuchtfeuer machen. Cool, cool, cool. Okay, das hat unsere Focke schon gemacht. Gucken wir mal, wo der PT. Oh mein Gott, ich hab ein Flugzeug. Sehr schön. Aua. Oh, die Bombe wird voll scheiße sein. Ernsthaft? Bitte erklär mir, wie das geht. Du weißt, wie die ZSU-37 aufgebaut ist, ne? Ja. Mit diesen schrägen Platten vorne, wo die Muni innen hängt. Ja. Ich habe da durchgeschossen und den Loader gekillt, aber die Muni hat nichts abgekriegt.
Russian Bias, ne? Schon ein bisschen manchmal, ja. Oh, Bobby Stopp wurde schon wieder in der M18 gekillt. Wie viel davon hat er denn? Wenn das richtig anstellt, 4. Gott, Der PTA, jetzt ist er raus, wie er einfach 4 Anflüge von mir überlebt hat. Tja, hättest du mal die Pion Mursky. Auch nur eine 20er, oder? Ich habe eine bessere. Ne, glaube ich gar nicht mal. Ah, du bist gar keine Flak. Du bist eine Flak und du hast Spawn Protection. Das ist eklig. Oh, Bobby Stopp hat dich erwischt. Ja, er war das, was ich erst für eine Flak hielt. Das ist ja quasi eine Flak mit dem 50 Kill. Das war es dann auch, ja. Die andere Flak, die echte Flak, die da stand, die hatte dann Spawn Protection. Das ist eklig. Ja. Aber wir haben gewonnen und das ist ja auch gut. Und ich habe, warum auch immer, den Bestrafertitel bekommen. Oh yeah, Daddy. Punish me. Gucken, wofür es den gibt. Belehnt für das Zerstören der meisten Fahrzeuge, die eine Kampfeinstufung über eine eigenen liegen. Na gut. Ja, gut. Wenn ich IKV darum flitze, dann ist ja auch klar. Very nice. Ja, aber das war eine Schwedener 5-7. Auch ein Deck, was ich stehend habe, was ich gerne, ganz gerne fahre. Nicht nur wegen dem 74, der ganz cool ist, sondern auch wegen dem Delatorn, dem Comet und dem T3485 und dem IKV natürlich, ne? Aber damit sind wir mit den 5-7ern durch. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos hoffentlich wieder. Und starten dann irgendwann auch mit den 6-0ern vorne wieder bei den Amis. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao.